Garten, unterm Apfelbaum, träumt Hans gerad den schönsten Traum. Da kommt eine Wespe mit Gebrumm und läuft auf seiner Nase rum. Er schläft fest und da kraucht ihm doch die Wespe in sein Nasenloch. Hans spürt ein komisches Gefühl, er springt gleich auf und hält nicht still. Dann bohrt er mit der Fingerspitze, dort wo er denkt, dass da was sitze. Doch auch die Wespe ist verwirrt und merkt, sie hat sich hier verirrt. Hans versucht mit allen Mitteln, den Brummer aus dem Kopf zu schütteln. Das schmeißt die Wespe hin und her, drum sticht sie jetzt den Hans auch sehr. Er niest und schreit zur gleichen Zeit, wodurch die Wespe sich befreit. Die Nase schwillt und wird ganz dick, die Wespe fliegt nach Haus zurück.